Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Krypto-Podcast mit mir, Annette Janik, der Kryptopreneurin, und dir. Ich grüße dich heute ganz herzlich hier aus dem schönen Montreal, genau genommen aus Beauharnois, etwas südlich von Montreal. Und möglicherweise hast du ja mitbekommen, dass wir von Zypern weg sind und jetzt uns hier in Kanada aufhalten, gerade unser Wohnmobil kaufen und dann etwas durch Kanada und die Staaten reisen. Mal gucken, wohin der Wind uns so weht. Das als kleiner persönlicher Beitrag von mir, was du im Hintergrund hörst. Ich sitze hier in einem wundervollen Garten und es ist noch lauschig, obwohl es schon Anfang Mitte September ist. Es ist sehr warm, wir haben Föhn. Und so lasse ich dich zumindest mal geräuschtechnisch etwas daran teilhaben. Heute nun endlich die versprochene Folge zu Libra, dem sogenannten Facebook-Coin, obwohl das ja nur die Hälfte der Wahrheit ist. Ich empfehle dir unbedingt bis zum Schluss dran zu bleiben, weil ich dir am Ende dieser Episode nahebringen werde, warum der Facebook-Coin Libra eben keine Kryptowährung im echten Sinne ist. Du wirst staunen. Was hat nun aber Facebook mit seinem geplanten Libra-Coin für die Krypto-Community getan? Die Krypto-Community ist derzeit geschätzt irgendwas zwischen 15 und 25 Millionen Nutzer weltweit, also de facto fast gar nichts. Ja, ist noch ein sehr, sehr kleiner Markt. Und Facebook im Gegensatz hat 2,7 Milliarden Nutzer weltweit. So, das heißt, die Reichweite einer Information, die durch Facebook selber gestreut wird, ist natürlich riesig. Und jetzt werden natürlich auch Menschen auf Kryptowährungen, auf Blockchain oder auch Blockchain-Technologie aufmerksam, die mit diesem Thema noch so richtig gar nichts anfangen konnten. Das hilft Menschen wie mir, die einfach die Idee haben, das ganze Kryptosystem zu unterstützen, natürlich enorm. Und es hilft eben auch, dass Menschen darauf aufmerksam werden, um das vielleicht auch als Chance zu begreifen. Dass dieser Libra-Coin mehr Risiko als Chance ist, das wirst du selber im Laufe der Episode erkennen. Ich werde das erklären. Facebook hat also 2,7 Milliarden Nutzer weltweit und wir haben ca. 1,7 Milliarden Menschen, die zum Beispiel keinen Zugang haben zum Finanz- und damit Weltwirtschaftssystem. 1,7 Milliarden erwachsene Menschen weltweit sind vom Finanzsystem ausgeschlossen, also auch vom Handel, vom Einkaufen können, vom Verkaufen können, zum Beispiel ihre Produkte. Und das, obwohl eben davon schon alleine 2/3 Mobilfunk haben, sprich also über Smartphone kommunizieren können. Kryptowährungen nun wiederum brauchen gar keine Banken, sondern Kryptowährungen, das ist ja das Interessante daran, funktionieren sogenannt Peer-to-Peer, also Mensch zu Mensch, Anwender zu Anwender direkt und brauchen somit keine Banken. Das heißt, was Facebook hier erkannt hat, ist praktisch, dass vom Prinzip her 1,7 Milliarden Menschen als Kunden abzuholen sind. Vergessen wir mal, was Kryptowährungen im Allgemeinen sind, bleiben übrig Kunden, Menschen, die Produkte kaufen können sollen. Die von Facebook gegründete Libra Association oder Association, Vereinigung schlicht auf Deutsch, plant nur 100 Gründungsmitglieder aufzunehmen. Derzeit sind es etwas um die 30, 35, die dabei sind. Und die Zugangsvoraussetzungen für Unternehmen, reine Wirtschaftsunternehmen, die sind schon exorbitant. Ein Unternehmen kann zum Beispiel beitreten, wenn es 1 Milliarde US-Dollar Marktwert hat oder mehr als 500 Millionen US-Dollar Kundensaldo. Es muss mehr als 20 Millionen Kunden haben und es muss ein anerkannter Top 100 Branchenführer sein. Das jetzt mal nur rein für die richtigen Unternehmen. Es gibt andere Kriterien, Zugangskriterien für Kryptounternehmen, für sozial engagierte Unternehmungen oder auch für akademische Institute. Was passiert jetzt hier? Letzten Endes passiert hier Folgendes, dass Facebook, Apple, Netflix, Google, Uber, Booking.com, wie sie alle heißen, diese riesigen, riesigen Marktplätze, mehr sind es letzten Endes nicht, sich zusammentun, um eine eigene Kryptowährung zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, oh, hört ihr das? Wildgänse. Wow. Sind die Hunde gleich ganz aufmerksam. Toll. Die also einen riesigen Marktplatz haben und so gesehen nichts weiter möchten, als eine eigene Kryptowährung schaffen. Und das unabhängig von den Banken.
Sie sprechen in Ihrem White Paper, ich werde euch gleich was daraus vorlesen, Sie sprechen in Ihrem White Paper darüber, was Sie alles machen, welche Aufgaben Sie in der Welt sehen und wie Sie das Ganze lösen möchten. Ein White Paper ist sozusagen ein, warum sind wir angetreten, die Begründung für etwas. Ja, in dem White Paper stellt sich ein Unternehmen vor, sagt, was die Aufgabenstellung aus Ihrer Sicht ist und wie Sie das Ganze lösen möchten, vielleicht sogar noch in einem Zeitrahmen, stellen sich auch selber vor. Also White Paper ist immer das Interessanteste über eine neue Firma oder ein neues Unternehmen zu lesen. Das White Paper liest sich sehr, 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 ich gebe es zu, sehr verführerisch. Verführerisch, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Man könnte sofort denken, oh mein Gott, sind die sozial eingestellt, ist das toll. Mit dem bisschen Hintergrundwissen, vielleicht auch in etwas weiter geöffnetem Blick, erkennt man aber sehr schnell, was sie auch sind. Ich lese euch mal ein bisschen was vor. Das erste ist Libras Mission, also jetzt Zitat. Libras Mission ist es, eine einfache globale Währung und eine finanzielle Infrastruktur für Milliarden von Menschen bereitzustellen, die ihnen das Leben leichter machen. Punkt. Das klingt ja schon mal ganz cool. Gucken wir mal weiter. Schmunzeln muss ich bei diesem Satz. Dank der Allgegenwärtigkeit des Internets und mobiler Breitbandverbindungen genießen heute Milliarden von Menschen weltweit Zugriff auf das Wissen und die Informationen der ganzen Welt, auf Kommunikation in hoher Qualität und viele andere, und jetzt kommt's, preisgünstige Dienstleistungen, die den Alltag vereinfachen. Diese Dienstleistungen sind fast von überall mithilfe eines, Achtung, 40 Dollar Smartphones zugänglich. Also Sie rechnen schon aus, wie viel Dienstleistung und kostenlosen Input, Kommunikation, Wissen Sie geben für ein billiges 40 Dollar Smartphone. Also hier sehen ja schon mal dann, also um was geht es eigentlich? Es geht schlicht und ergreifend um Geld. Durch ihre Zusammenarbeit haben Technologie- und Finanzunternehmen außerdem Lösungen gefunden, die zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation auf der ganzen Welt beitragen. Trotz dieses Fortschritts sind große Teile der Weltbevölkerung immer noch benachteiligt. 1,7 Milliarden Menschen weltweit sind nach wie vor vom Finanzsystem ausgeschlossen, also Erwachsene natürlich, haben also keinen Zugang zu einer herkömmlichen Bank, obwohl 2/3 von ihnen ein Mobiltelefon mit Internetzugang besitzen. Das heißt also, sie erklären hier genau das, was ich gerade gesagt hatte, dass eben ein Großteil der Menschen nicht ihre Produkte kaufen kann. Schlicht und ergreifend, um mehr geht es nicht. Sie können nicht ihre Produkte kaufen. Ja, das ist sowas von schrecklich. Zumal ja einfach die Weltwirtschaft ein riesiges Problem hat. Windows zum Beispiel kann de facto keine neuen Produkte mehr auf den Markt bringen. Sie können immer nur noch ihre Sachen, die sie schon haben, verschlimmbessern, aber es ist de facto ausgereizt. Ja, mal von den Anwendungen her gesehen. Das heißt, sie müssen sich einfach neue Käuferschichten erschließen, weil die Produktherstellung an sich, naja, nicht zu Ende ist. Es ist niemals irgendwas zu Ende, aber doch ziemlich ausgereizt ist. Jetzt klingt es wieder ganz sozial, sage ich jetzt mal. Zitat: Auf der ganzen Welt zahlen unvermögende Menschen mehr für Finanzdienstleistungen. Das hart verdiente Einkommen wird durch Gebühren aufgefressen, von Überweisungskosten bis hin zu Überziehungs- und Geldautomatengebühren. Für Kurzzeitkredite werden auf Jahresbasis Zinssätze von 400% und höher berechnet, während die Finanzierungskosten für einen Kredit von 100 Dollar sogar 30 Dollar betragen können, also 30%. Auf die Frage hin, warum Menschen kein Bankkonto besitzen, antworten diese, dass sie nicht genügend Geld haben, dass die Gebühren zu hoch oder unberechenbar seien, dass die Bankniederlassungen zu weit weg seien oder dass sie nicht die nötigen Dokumente besitzen. Zitat Ende. Und jetzt gehen Sie darauf ein, was eben Blockchain und Kryptowährungen für fantastisches Potenzial haben. Eben genau Bank the Unbanked, also gibt den Menschen ein Bankkonto, die keins haben. Das ist natürlich mit Blockchain, Smartphone, Bitcoin mal eben innerhalb von wenigen Minuten passiert. Sie sehen also hier dieses riesige Potenzial, was geschaffen wird. Und das macht natürlich die Dollarzeichen aus. Die Regierungen der verschiedenen Länder laufen Sturm, beziehungsweise die Währungshüter, die Finanzhüter der verschiedenen Regierungen laufen Sturm. Denn, und das passt jetzt wieder für mich, für einen Hammer sieht alles wie ein Nagel aus. Die Regierungen sehen, dass sie hier an ihre Grenzen kommen in ihrem normalen Banksystem. Denn wenn Libra zusammen mit Facebook, mit Apple, Netflix, Google, Uber, Amazon und wie sie alle heißen, wenn die sich zusammentun, die haben eine Marktmacht,
weltweit, da kann keiner mehr ran. Das wird ein riesiges, ein Monopol fast schon mit dieser Association. Da kann keine Bank mehr mithalten. Und das Ganze mit einem relativ überschaubaren Preis, mit einem überschaubaren Kostenaufwand für Transferleistungen. Und bei Kryptowährungen ist es so, bei Bitcoin braucht man in der Regel 6 Bestätigungen vom Netzwerk, was innerhalb von 20 Minuten da ist, dann ist das Geld da. Ja? Bei anderen brauche ich noch viel kürzer, dann ist das Geld sofort da, bei den guten Kryptowährungen natürlich. Das heißt, wir haben hier theoretisch erstmal die Möglichkeit, dass hier eine riesige Marktmacht entsteht mit einem Coin, wo die Menschen auf der Welt dann allein Konto haben, wo sie bei Uber ein Taxi bestellen können und über Amazon schön einkaufen, im hintersten Zipfel dieser Welt schön einkaufen können und so weiter. Das ist die Theorie. Jetzt gucken wir uns aber mal die Praxis an. Praktisch bedeutet es, ein Blockchain-Netzwerk, hast du ja schon gelernt, hat mehrere Knotenpunkte, viele, viele tausend rund um die Welt verstreut, alle irgendwie mehr oder weniger geheim. Und diese Knotenpunkte, diese Nodes, diese speichern jede Transaktion und die Miner finden dann eben die Blöcke, schweißen die zusammen und ketten die aneinander. Diese Nodes sind alle individuell und unabhängig, die sind frei. Wir haben hier bei Libra tatsächlich keine Masternodes oder Fullnodes, also unabhängige Nodes, sondern diese Unternehmungen, die hier mit einem Haufen Geld eintreten werden in diese Assoziation, die werden eine Validator-Node bekommen. Das heißt, die bestätigen nachher diese ganzen Transaktionen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das hat ja mit Dezentralität, und jetzt ist das, wo ich dir sagte, bleibe dran, das hat mit der Dezentralität eines Netzwerkes, mit der Freiheit null zu tun, gar nichts mehr. Von Anonymität oder Pseudonymität will ich gar nicht mehr sprechen. Sondern hier wird jeder Plank ausgezogen. Heute weiß schon Google mehr über dich und dein Privatleben als du selber, von deinen Familienmitgliedern ganz zu schweigen. Und das wird nachher mit dem Libra-Coin noch viel schlimmer. Dann weiß jeder immer sofort, wo hast du dein Geld? Wie sieht dein Geldtransfer aus? Was kaufst du? Wie viel bist du bereit auszugeben für X oder Y? Wohin gehst du in Urlaub? Welche Farbe hat deine Unterwäsche? Und womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? Und wenn du irgendwann nicht mehr systemkonform bist, und das ist das, die große, große, große Gefahr, dann wirst du abgeschaltet. Das ist das, was kommen wird, wo ich heute hier stehe und sage, Vorsicht, das ist die große Gefahr. Wir können leider Blockchain, Kryptowährungen, Finanzen überhaupt nicht von der Politik und vom Weltgeschehen trennen. Das gehört einfach zusammen, das geht Hand in Hand, zumal die, die Politik machen, einfach nur von der Finanzwelt bezahlt werden. Oder um es mit Horst Seehofers Anfall von Ehrlichkeit zu sagen, die, die die Macht haben, sind nicht gewählt und die, die gewählt sind, haben nicht die Macht. Das greift eben hier. Das heißt, wir sehen uns hier im schlimmsten Falle, und ich spanne den Bogen mal ganz weit, im schlimmsten Falle einer riesigen Diktatur entgegen. Und so weit weg ist das gar nicht. So 1984 ist das gar nicht. Denn wenn wir uns heute China angucken mit ihrem Sozialpunktesystem, dann ist das ja schon da. Falls du das noch nicht auf dem Schirm hast, bitte google mal China Sozialpunktesystem. Sie vergeben dort den Menschen Sozialpunkte. Und mittels dieser Sozialpunkte kannst du, wenn du systemkonform bist, bekommst du eben eine günstigere Wohnung, schneller einen Job, günstigere Flüge, kannst besser einkaufen, hast Zugangsvoraussetzungen einfach, die leichter sind. Und wenn du nicht systemkonform bist, zum Beispiel wenn du rot über die Ampel läufst und das 3-4 Mal machst, dann wirst du also, dann kriegst du Minuspunkte sozusagen, dann kannst du bestimmte Flugtickets nicht mehr buchen, du kannst nicht mehr reisen, du kannst bestimmte Sachen nicht mehr einkaufen, von Jobs kannst du schweigen, auch Jobs vielleicht nicht mehr ausführen und so weiter. Das ist Diktatur. Das ist genau das Gegenteil von Kryptowährung, von dem, wofür Satoshi Nakamoto damals angetreten ist, nämlich eine neue Art von Freiheit zu schaffen. Und genau das sehe ich hier mit Libra. Denken wir einfach mal weiter. Wir würden alle mit Libra bezahlen. Wir wären dort komplett vernetzt. Und wer es jemals entweder im eigenen Leib erfahren hat oder durch Bekannte, wenn es zum Beispiel das Finanzamt mal eben einfach das Konto schließt und sagt, ist nicht mehr, zahl erst, egal ob berechtigt oder nicht berechtigt, die Forderung zahl erst, dann kannst du wieder auf dein Bankkonto zugreifen. Der weiß, wovon ich hier spreche.
Was ich also hier sehe, ist ein zentrales System mit einer weltweiten Marktmacht, die nicht zu unterschätzen ist. Sie nennen sich Kryptowährungen, weil es kryptisch, sprich verschlüsselt, wird der Libra erschaffen werden. Was hier aber tatsächlich passieren kann, ist eine absolute Form von Diktatur. Und dass die Finanzverantwortlichen der Länder, sei es aus den USA, sei es aus Großbritannien, hier Sturm laufen, das kann ich voll nachvollziehen, weil sie jetzt erstmal ernsthaft sehen, was Kryptowährung nämlich auch kann, wenn sie in die falschen Hände gerät, nämlich ihr komplettes System zum Schwanken bringen. Wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein Bankensterben sehen, wie wir es noch nie gesehen haben. Einfach, weil die Banken sich selber abschaffen. Ja, das ist das, was Libra ist. Ein interessanter Coin, an dem wir nicht partizipieren können, dem wir uns aber im Zweifelsfalle ausgeliefert sehen werden. Wir werden in der Zukunft, in den nächsten Wochen, Monaten sehen, wie sich Libra entwickelt, wie wir ihm beitreten müssen oder ob wir ihm außen vor bleiben können. Es bleibt spannend. In dem Sinne wünsche ich dir einen herrlichen Tag. Beschäftige dich bitte weiterhin mit Blockchain, Kryptowährung und so weiter. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du meinst, andere sollten auch darüber wissen, dann, ja, dann fühle dich gerne gemüßigt, das einfach zu teilen und hinterlasse auch gerne auf iTunes eine günstige Bewertung für mich. Ich bedanke mich bei dir, freue mich auf morgen und dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag. Tschüss.